Okay, ja, jetzt mache ich mal einen kleinen Vergleich zwischen iPad Air der zweiten Generation, da habe ich es in Gold, 16 GB Version, Wi-Fi, und dem iPad 2017. Ja, das sind die zwei Geräte. Links habe ich jetzt das iPad Air der zweiten Generation und rechts ist das iPad 2017. Jetzt probiere ich einmal den Start der beiden Geräte. Knopf habe ich zur selben Zeit gedrückt. Jetzt schauen wir mal, wie lange sie brauchen. Ja, die zwei iPads habe ich jetzt parallel betrieben, die letzten 4 Tage. Und immer dasselbe betrieben. Das iPad 2017 war schon etwas schneller hochgefahren. Das iPad Air der zweiten Generation läuft noch mit dem guten 9.1er iOS und das iPad 2017 läuft mit dem 10.3.3. Jetzt Geschwindigkeiten. Schauen wir mal. Probieren wir mal die Einstellungen und go. In etwa gleich schnell. Beim Zumachen hat man jetzt gesehen, das heißt, ich mache es noch einmal auf. Jetzt mache ich das zu mit der Geste. Dann den Kalender. Die Uhr. Ja. Die Kamera. Okay. Ein kurzer Tastaturtest. Das heißt, die Notizen-App. Machen wir neue Notiz. Satz. Und jetzt? Na, geh schon. Hört man da vielleicht, wenn ich zu zweit bzw. zu gleich aufdrücke? Das iPad 2017 hat immer ein bisschen eine Verzögerung zwischen Drücken und dem Klick. Ja, wenn ich jetzt das WLAN einschalte, das heißt da, und da schalten wir ebenfalls das WLAN ein, dann jetzt schauen wir mal, wie schnell der App Store lädt und wie schnell ich dort die Programme finde. Und verbunden sind wir bei beiden. Das 2017er ist doch ein bisschen schneller. Und wenn wir da jetzt schnell irgendeine App erwischen, sind sie in etwa gleich schnell. Zumachen. Ja, zur Akkuladung. Das heißt, wenn ich da jetzt etwas zurückzoome, zu meinen zwei Akkustände. Das ist das iPad Air der zweiten Generation. In den letzten 2 Tagen exakt das habe ich gemacht wie mit dem 2017er, immer synchron gearbeitet. Habe ich noch 84% Akkuleistung über und beim 2017er Modell habe ich ebenfalls 84% Akkuleistung über. Das heißt, die zwei verbrauchen in etwa gleich viel Akkuleistung. Ja, meine Erfahrungen jetzt, ich habe mit beiden also synchron gearbeitet und ja, ein bisschen mit Duolingo Englisch gelernt und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, die Geräte, einmal ist das 2017er, das rechte, schneller und einmal ist das Air der zweiten Generation schneller. Aber meistens ist das Air der zweiten Generation schneller. Jetzt möchte ich die zwei iPads in den Standby-Modus mit dem Magnetschalter schicken. Und zwar probiere ich das jetzt dann zugleich machen. Mal schauen, ob mir das auf der Kamera gelingt. Ja, erst aber das linke und dann das rechte, immer mit einer guten Sekundenverzögerung. Mir persönlich gefällt die alte Firmware, das heißt iOS 9.1, wesentlich besser als die 10.3.3, beziehungsweise jetzt ist sogar schon die 11er heraus. Wobei beim 2017er habe ich die 11er schon installiert gehabt, aber das Gerät ist sowas von langsam geworden. Da habe ich gedacht, ich habe ein iPhone 4 in der Hand. Also das ist extrem langsam geworden. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, jetzt probiere ich einmal eine App wie zum Beispiel Duolingo. Das ist eine gute Englisch-App aus.
zum Englischlernen. Da ist jetzt das 2017 etwas schneller. Und ja, wenn ich da die Grundlagen tippe. Und jetzt gehen wir auf Anfangen. Und jetzt schauen wir mal. Apfel. Apple. Zuerst war jetzt das R der zweiten Generation und dann das R, beziehungsweise das 2017er. Wiederum, zuerst links, dann rechts. Ja, das nächste, ich schaue mal eine kurze Aktien-App an, Teletrader. Ja, 2017 etwas schneller. Das heißt, beim Arbeiten merkt man da fast keinen Unterschied zwischen den zwei Geräten. Nur beim Laden, wie gesagt, ist halt das 2017 etwas im Vorteil. Zum Speicherverbrauch der beiden Geräte. Ihr habt exakt dieselben Programme drauf und exakt dieselben Fotos bzw. E-Books und so weiter bei beiden Geräten synchron. Und beim iPad Air der zweiten Generation habe ich benutzt 3,8 GB. Und beim iPad 2017, obwohl dasselbe drauf ist, habe ich 4,25 GB benutzt. Ja, jetzt noch einmal zum Akku, beziehungsweise zum Akkuverbrauch. Jetzt habe ich da links 82% und rechts ebenfalls 82%. Das heißt, die zwei sind natürlich jetzt von mir gleich benutzt worden und haben wiederum 1% zugleich verloren. Ja, aber es ist für mich jetzt besser. Eins von den zwei muss ich wieder verkaufen, weil ich brauche keine zwei iPads daheim. Ich werde das 2017er wieder hergeben, denn ich habe absolut, also ich bin wesentlich zufriedener mit dem iPad Air der zweiten Generation, weil das hat nicht so oft einen Hänger drinnen. Die kurzen Ladezeiten, die es oft einmal etwas länger braucht, die stören mich nicht so, als wie das flüssige Arbeiten hinterher. Also von mir ist eigentlich die Empfehlung, das Air der zweiten Generation kalten, wenn einer es hat, oder wenn man es günstiger kriegt und sich mit dem 17er eins aussuchen sollte, also entweder das R2 oder das 17er, da tippe ich eher zum R2, sollte die 9.1er Firmware drauf sein, also iOS 9.1. Wenn da das 11er drauf ist, glaube ich nicht, dass es nachher noch einen Vorteil hat.